So, dann darf ich kurz die Mittagspause als beendet erklären. Vielen Dank. Also, ich hoffe, jeder hat genügend zum Mittag gegessen, dass er mir nachher nicht in den Unterzucker fällt. Wir machen keine Pause mehr bis zum Abendessen. Ja, Kaffee kann man ja nebenbei trinken, da brauchen wir ja keine Pause machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hat euch allen gespielt, es hat alles gepasst. Ich werde jetzt das nur ganz kurz machen. Ich werde das Wort dem Herrn Dr. Regensburger übergeben. Und zwar geht es um das neue Förderprojekt. Ich muss jetzt direkt ablesen. Stoffwechselstörungen bei reinen und komplizierten Formen der hereditären spastischen Spinalparalyse. Alles, was ich jetzt noch sagen würde, war irgendwas Laienhaftes. Deswegen darf ich jetzt lieber das Wort an den Profi übergeben. Man ist hier frei. Vielen Dank. Gut, vielen Dank für die Einführung, Herr Steinberger. Schön, dass auch wieder viele Betroffene mit zusammengekommen sind, weil wir haben es gerade schon gesagt, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Wir sind ja auch daran interessiert, die Erkrankung besser zu verstehen. Und da ist es natürlich von großer Hilfe, wenn auch die Patienten aktiv sich mit daran beteiligen. Und ich glaube, so wird es auch wie bei früheren Projekten in diesem Projekt sein, dass wir auf Ihre Mithilfe mit angewiesen sind, um das besser zu verstehen zu können. Ich möchte jetzt heute, wenn es um Stoffwechsel oder Metabolik geht, zuerst die Ergebnisse vorstellen, die wir bisher bei einer bestimmten Mutation gefunden haben, der SPG11-Mutation, und dann, warum wir gerne diese Mechanismen auch bei den anderen HSP-Formen, SPG4, SPG31 und so weiter, verstehen möchten und untersuchen möchten. Und wir haben ja jetzt auch eine Förderung durch den HSP-Hilfeverein mit vereinbart vor einigen Wochen und werden da nächstes Jahr dann starten, die Patienten mit zu rekrutieren. Und in dem Rahmen möchte ich auch schon sagen, wenn jemand Interesse hat, dann nächstes Jahr teilzunehmen, ich werde es am Ende kurz vorstellen, wie das abläuft, dann dürfen Sie da gerne Name und Adresse eintragen und Telefonnummer oder E-Mail, je nachdem, wie man Sie kontaktieren soll, dann wird man Sie nächstes Jahr kontaktieren wegen einem Studientermin. Wer möchte, wer das nicht für sich behalten möchte, kann auch das SPG mit eintragen, aber das wird man telefonisch dann ja auch erst besprechen können. Nicht, dass wir hier eine Krankenakte dann haben oder einen Datenschutz, muss man immer mit aufpassen. Genau. Ich darf auch viele Grüße ausrichten von Herrn Dr. Kohl, der heute in Erlangen noch einen Vortrag mithalten muss, aber den ja auch einige von Ihnen schon kennen und der auch mit federführend beteiligt ist an der Studie. Genau. Ich würde es einfach schon mal mit rumgehen lassen und Ihnen geben. Und am Ende liegt es ja auch noch mit da, falls jemand, wie gesagt, kontaktiert werden möchte, an der Studie mit teilzunehmen. Genau. Wir wissen ja, dass bei der HSP eine erbliche Veranlagung vorliegt, also eine hereditäre Ursache. Das heißt, dass eine Veränderung eines Gens vorliegt. Was aber auch heißt, dass nicht nur die betroffenen Zellen verändert sind durch diese Genmutation, also die Verbindung von Rückenmark zur Hirnrinde, das obere Motoneuron, das ja die Hauptsymptome der Erkrankung macht, sondern dass auch alle anderen Zellen im Körper mit betroffen sind. Einschließlich Hormonzellen im Gehirn, Fettzellen, Muskelzellen. Und das ist sicherlich was man im Hinterkopf behalten muss, ob nicht diese Genveränderungen auch zu Veränderungen in anderen Körpersystemen führen. Und dann, das ist ja auch im Namen schon enthalten, die wichtigsten Beeinträchtigungen folgen der Erkrankung, dass eine Spastik, Muskelspannung auftritt und auch bei vielen Patienten eine Schwächesymptomatik dann in der Folge mit auftritt. Entsprechend, was wir von den Patienten als immer berichtet bekommen, die Lebensqualität bei der HSP ist ja durch Spastik und Schwäche mit beeinträchtigt. Und wir haben das hier ein bisschen mit aufgezeichnet. Die führt zu Mobilitätseinschränkungen, was ja für die Lebensqualität wichtig ist,
was zu Beeinträchtigungen im sozialen Leben führt und auch bei einigen Patienten zu gedrückten Stimmungen bis hin zu Depressionen mitführt. Spastik kann auch Schmerzen mit verursachen und die Therapien, die man ja zur Verfügung hat, ist als wichtigste Basis die Krankengymnastiktherapie, die darauf abzielt, die Muskelspannung, die Spastik zu reduzieren, die verbleibende Muskelmasse zu trainieren und möglichst sinnvoll einzusetzen, also gegen die Schwäche anzusetzen und die, dadurch die Mobilität zu fördern, auch kompensatorische Gangmuster einzuüben und zur Schmerzreduktion zu wirken. Einige Patienten sind ja auch mit Botulinumtoxin behandelt, was auch zu einer Reduktion der Spastik und damit sinnvolleren Einsätzen der Muskelkraft führen soll und auch zu einer Schmerzreduktion. Medikamente, das haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon versucht oder wenden das auch an, die antispastischen Medikamente, also zum Beispiel Baclofen, Tizanidin, Tolperison, wirken natürlich auch auf die Spastik, indem sie sie reduzieren und sollen Schmerzen reduzieren, haben aber natürlich Nebenwirkungen, weshalb die Medikamente auch häufig nicht voll ausgereizt werden können. Also können müde machen, können die Aufmerksamkeit, das Denkvermögen mit beeinträchtigen. Und bei manchen Patienten ist auch die Blasenfunktion mit beeinträchtigt, da ja ein Rückenmarkszentrum mit betroffen ist. Und das führt natürlich auch wieder zu, wird noch verstärkt durch die Mobilitätseinschränkungen und kann auch das soziale Leben mit beeinträchtigen. Was wir jetzt noch bei den Wissen, dass bei den komplizierten HSP-Formen noch mit beeinträchtigt ist, ist, dass es häufig zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Muskelkraft kommt, also ein Muskelschwund, eine Muskelatrophie. Jetzt, was als letztes noch mit da ist, von therapeutischer Seite, die Seite der Hilfsmittel. Da kennen von Ihnen einige wahrscheinlich die Peroneus-Stimulation, wenn es zu einer Verbesserung der Fußhebung kommen soll. Verschiedene Gehhilfen, Rollator, Rollstuhl, die auch mehr das Schwäche- und Mobilitätsdefizit ausgleichen sollen. Wir haben jetzt zuerst auf die komplizierten Formen der HSP geschaut. Jetzt wird es langsam etwas kompliziert, auch auf dem Dia. Und da gesehen, dass sowohl das Denkvermögen beeinträchtigt ist bei einigen der Patienten und eben dieser Muskelschwund, die Muskelatrophie vorhanden ist. Zusätzlich haben wir gesehen, dass ein Teil der Patienten auch ein verändertes Körpergewicht hat, veränderten Lymphfluss, also mit Schwellungen der Beine, mit Zunahme des Körpergewichts und dadurch auch bedingten Hautstörungen zum Beispiel. Also Lymphödeme und Übergewicht, also Stoffwechselveränderungen bei diesen komplizierten HSP-Formen. Wenn Fragen von Ihrer Seite sind, dürfen Sie jederzeit gerne unterbrechen. Das soll ja auch für Sie ein bisschen was mitgenommen werden. Genau, also nochmal zu dem Hintergrund. Wir kennen ja die reine Form der HSP, die Symptome, die Kernsymptome der HSP sind, wo es zu einer spastischen Paraparese, also einer Schwäche und Spastik der Beine kommt. Bei vielen Patienten zusammen mit einer Blasensymptomatik, eventuell auch das Feingefühl an den Beinen, das betroffen ist. Und wir haben diese komplizierten HSP-Formen, wo noch verschiedene andere neurologische Symptome auftreten können. Und da sehen wir eben meistens auch Auffälligkeiten in der Kernspinnaufnahme, wie das zum Beispiel hier mit zu sehen ist. So sehen die Kernspinnaufnahmen von einem Patienten mit reiner HSP aus oder einer gesunden Kontrollperson. Und zum Beispiel bei der SPG11-HSP, die wir beispielhaft genauer untersucht haben, kommt es da zu einem Verlust, zu einer Beeinträchtigung mehrerer Systeme. Das ist aber auch nicht bei allen Patienten der Fall. Also da scheinen bestimmte Genmuster auch bestimmte Bereiche des Gehirns noch mit zu betreffen. Und wenn man diese komplizierten Fälle untersucht, dann muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass es sich ja nur um eine kleine Gruppe der HSP-Patienten handelt. Das war die Arbeit von letztem Jahr von der Frau Schüler aus Tübingen und da hat auch der Herr Kohl von unserer Klinik mitgewirkt. Wir haben mehr als 400 Patienten untersucht. Das ist dieses Kugendiagramm rechts oben. Ich kann da nochmal mit hingehen. Und haben
nur bei circa einem Viertel, nur bei weniger als der Hälfte wirklich die Genmutation feststellen können. Und bei mehr als der Hälfte der Patienten konnte trotz ausführlicher Diagnostik das Gen nicht identifiziert werden. Was möglicherweise noch darauf hindeutet, dass verschiedene Gene zusammenkommen müssen und wir so das ganze Spektrum der Erkrankung nicht vollständig verstehen heutzutage. Und wenn man jetzt die komplizierten HSP-Formen ansieht, dann macht es nur einen geringen Teil aus. Also das sind die SPG11 und die SPG15 Mutationen, wo nur 12 Patienten und also ein geringer Teil betroffen war, wohingegen ja die SPG4-Mutationen und SPG31-Mutationen zum Beispiel sehr viel häufiger sind. Also wenn man Untersuchungen macht bei einer bestimmten Mutation, muss man immer überlegen, ob das überhaupt zutrifft, auch auf die anderen HSP-Gene. Und das Letzte, was sich in der Arbeit noch ganz lehrreich mit war, ist rechts unten gezeigt, wo man sieht, dass die SPG4-Patienten, die jetzt hier in dem zweiten dargestellt sind, also hier, jeder Punkt stellt einen Patienten dar und auf der Achse ist das Alter des Auftretens gezeigt. Einige Patienten haben schon Symptome mit Kindesalter, jugendlichem Alter, aber es gibt auch Fälle, die erst im mittleren Alter bis hin zum höchsten Lebensalter 70 Jahre auftreten. Also das sind offensichtlich auch irgendwelche Faktoren, auch bei einer, wenn nur ein Gen betroffen ist, die das Auftreten früher oder später machen lassen. Bitte, Herr Kleinsack. Ich frage gerade in dem Diagramm oben das Unbekannte, also das andere mit dem roten Kreis. Mhm. Es gibt ja auch eine Theorie, die besagt, dass es möglicherweise Formen der plastischen Spinalverhaltung gibt, die nicht genetischer Natur sein könnten. Sind die damit erfasst? Also die Frage war, ob in den Fällen, wo eine HSP besteht, aber das Gen nicht gefunden wird, vielleicht gar keine Genveränderung zugrunde liegt. Ja. Die spastische Spinalparalyse nicht als hereditäre spastische Spinalparalyse zu sehen ist, sondern ohne den Begriff hereditär. Das kann gut sein, allerdings ist ja die Diagnose von der HSP darauf ausgelegt, andere Ursachen auszuschließen. Also dass kein Rückenmarkstumor, keine Bandscheibenproblematik vorliegt, keine Engstelle im Rückenmark und keine Entzündung im Rückenmark. Also eigentlich sollten diese andere medizinischen Ursachen ausgeschlossen sein vorher. Was man natürlich nicht. Beziehe mich da auf eine Äußerung von Frau Dr. Schule vor einem Jahr in irgendeiner Publikation, in der sie schrieb, dass es möglicherweise beachtenswert sein kann, dass es auch HSPs ohne das H geben könnte. Aber im Konjunktiv. Richtig, was man nicht ausschließen kann, ist, dass es irgendeinen Stoff von außen gibt, den wir nicht kennen, der genau diese längsten Nervenzellen auf irgendeine Weise beeinträchtigt, dass sie da besonders empfindlich dafür sind. Oder dass es aus irgendeinem Grund, wie bei anderen Erkrankungen, zu einer Beeinträchtigung dieser Nervenzellen kommt. Es gibt ja sehr viele Erkrankungen, vor allem im neurologischen Bereich, wo keine Gene bekannt sind, die nicht erblich sind, aber wo auch ganz bestimmte Veränderungen auftreten. Also Parkinson-Erkrankungen, die ALS-Erkrankung zum Beispiel. Also da gibt es verschiedenste Erkrankungen, wo die meisten Patienten nicht genetische Ursachen haben. Aber das ist bei der HSP wahrscheinlich auch, dass es Umweltfaktoren gibt, aber die kennen wir natürlich nicht. Und die haben sicherlich eine geringere Rolle als bei den anderen Erkrankungen. Okay. Genau, also ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass es doch eine sehr große Variabilität auch bezüglich des Auftretensalters, des Alters des Auftretens gibt. Jetzt hatten wir recht viele Patienten mit einem bestimmten Mutation, mit einem bestimmten Gen, was betroffen ist, das SPG11-Gen in Erlangen. Und haben die Literatur nochmal aufgearbeitet und auch gesehen, dass verschiedene Arbeiten gezeigt hatten, dass bei den SPG11-HSP-Patienten überhäufig oft
diese Schwellungen der Beine auftreten und eine veränderte Stoffwechselaktivität, was sich also in Übergewicht oder in veränderten Fettwerten. Zum Beispiel hat die Frau Professor Winner, damals noch in Regensburg, eine Familie untersucht, wo nur die zwei betroffenen Geschwister übergewichtig waren und Schwellungen der Beine gezeigt haben und die anderen Geschwister normalgewichtig waren. Und das hatten auch Berichte aus Jerusalem, Paris, Schweden, den Niederlande gezeigt. Da ist immer wieder spekuliert worden, ob es bei der SPG11-HSP nicht noch irgendeine Beeinträchtigung des Stoffwechsels gibt, weil eben diese Patienten diese Veränderungen noch mit aufzeigen. Und deswegen wollten wir bei den SPG11-Patienten beispielhaft eine Pilotstudie machen und haben da die Hormone und die Körperzusammensetzung mit untersucht. Genau. Also wenn man das mit ansieht, das ist jetzt eine Kernspinnaufnahme von einem fortgeschrittenen Patienten mit der SPG11-Mutation, dann auf Höhe des Bauchraums ein Querschnitt und auf Höhe der Oberschenkel ein Querschnitt. Dann sieht man bei dem Patienten, dass in dem Fettgewebe, was weiß mit umrandet ist, ich versuche das hier nochmal mit der Maus nachzufahren, in diesem Bereich eine erhöhte Wassereinlagerung da ist und auch eine erhöhte Fetteinlagerung. Und dass die Muskulatur teilweise auch abgebaut ist bei der Erkrankung, was ja durch eine Neuropathie, also durch eine Beeinträchtigung des unteren Motoneurons bei der Erkrankung noch mit vorhanden ist. Wenn man das jetzt systematischer mit ansehen möchte, dann kann man natürlich erstmal das Körpergewicht bestimmen und den Bauchumfang bestimmen. Und wir haben jetzt wieder, jeder Punkt stellt einen Patienten mit dar und haben da gesehen, dass bei den Patienten, die sehr alt, also schon im fortgeschrittenen Stadium waren, zwischen 40 und 50 Jahre, der Body Mass Index, also das Körpergewicht bezogen auf die Körpergröße, doch erhöht war, während bei den jüngeren Patienten teilweise noch normalgewichtig und aber auch teilweise übergewichtige Patienten mit dabei waren. Die Frage ist natürlich, ist es durch die Immobilität bei den Patienten bedingt, dass man sich einfach weniger bewegen kann, weniger Physiotherapie macht, oder ist da das Stoffwechselgewebe, Fettgewebe, Hormon, Veränderungen vorhanden? Deshalb haben wir noch als zweite Untersuchungsmethode eine Körperfettmessung in Anführungszeichen mitgemacht mittels der sogenannten Bioimpedanzspektroskopie. Das funktioniert ein wenig so wie eine Körperfettwaage, auf die man sich stellt. Das kennen vielleicht der eine oder andere von Ihnen. Misst allerdings die Impedanz im gesamten Körper, also zwischen Fuß und Arm, und kann so eine Aussage über die Gesamtkörperverteilung mittreffen. Wir werden diese Messung auch im Rahmen von dem Metabolik-Projekt mitmachen. Und das Ganze läuft so ab, dass man im liegenden Zustand einen Aufkleber an den Füßen bekommt und einen Aufkleber an den Händen und dann für circa 2 Minuten eine Messung im liegenden Zustand gemacht wird, von der man allerdings nichts spürt. Und daraus kann dann ein Computer berechnen, wie das Körperwasser verteilt ist, also wie viel als Schwellung vorliegt, als Ödem, und wie viel in den Zellen vorhanden ist, den Körperfettanteil, den Muskelmasseanteil und auch den Anteil an Proteinen im Körper bestimmen. Das ist was, was in der Sportwissenschaft, also bei Leuten, die trainieren möchten, bei Leuten, die eine Ernährungsumstellung machen möchten, relativ häufig durchgeführt wird und wo es auch gute Normwerte gibt und was gut validiert ist, also wo man eine gute Aussage treffen kann, wie die Körperzusammensetzung ist. Was wir jetzt bei den SPG11-Patienten gefunden haben, ist, dass bei einigen Patienten der Wert für die Wassereinlagerung sehr hoch war, aber auch bei den Patienten, die sich noch gut bewegen können, eher erhöht war. Das sieht man hier, also der Normbereich ist von -2 bis +2. Also alles, was unter dieser Linie ist, ist noch normal. Das sieht man leider nicht so gut, also unter dieser Linie. Und man sieht dann doch, dass bei allen Patienten, auch bei denen, die noch mobil sind, eher mehr Wassereinlagerung vorliegt. Und auch die Fettmasse haben wir gemessen bei den Patienten, die auch wieder
zwischen 2 und minus 2 normal ist. Also unterhalb dieser Linie ist der Normbereich. Und da sieht man auch, dass bei den Patienten doch eine Veränderung der Muskel- und Fettmasse hin zur Fettmasse vorhanden ist. Also das Muskel abbaut. Und entsprechend sehen wir das auch bei der Muskelmasse. Da ist wieder der Normwert unter minus 2. Und entsprechend haben wir bei den Patienten gesehen mit dieser SPG11-Mutation, dass die Muskelmasse etwas beeinträchtigt ist. Das Ganze kann bedingt sein durch eine veränderte Nierenfunktion, also wenn eine Überwässerung vorliegt. Das war aber nicht der Fall. Also da sind alle Messpunkte, alle Patienten zwischen diesem Normbereich von 2 und minus 2 gelegen. Sodass man spekulieren muss, woran das liegt. Und mögliche Ursachen könnten natürlich sein, dass diese Patienten sich weniger bewegen, weniger Physiotherapie machen können, weniger aktiv sind, also eine Immobilität. Es könnte allerdings auch sein, dass eine Veränderung des Essverhaltens bei den Patienten mit vorliegt, also dass sie sich sehr kalorienreich ernähren und zusätzlich durch die mangelnde Bewegung die Wassereinlagerung bekommen. Es könnte sein, dass bestimmte Medikamente diese Veränderungen hervorrufen, wobei die Patienten, die wir untersucht hatten, außer den klassischen Antispastika auch keine anderen Medikamente eingenommen haben. Was bei der SPG11 sicherlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die Neuropathie, also die Schädigung des unteren Motoneurons, bei recht vielen Patienten vorhanden ist und so auch zu einer Veränderung der Muskelmasse führen kann. Allerdings nicht in dem Maß, wie wir das beobachtet haben. Und da alle diese Punkte sicherlich nicht das Vollbild der Befunde erklären, die wir da gesehen haben, gehen wir davon aus, dass das SPG11-Gen eine direkte Rolle hat im Hormonhaushalt oder im Fett- oder Muskelgewebe. Und da setzt auch das Stoffwechselprojekt jetzt mit an, zu untersuchen, wie die verschiedenen HSP-Gene eventuell auch in anderen Hirnbereichen oder im Körper selbst, im Fett- und Muskelgewebe, Funktionen ausführen können. Und natürlich ist die Frage, was nützt uns das Ganze? Warum möchten wir das genauer wissen? Sicherlich zielen diese Untersuchungen nicht auf die Pyramidenbahn ab, die ja bei der Erkrankung betroffen ist, aber möglicherweise könnten Veränderungen im Stoffwechsel die Erkrankung verschlechtern oder in gewisser Weise Physiotherapie beeinträchtigen oder Ernährung beeinträchtigen. Und deshalb sehen wir da schon Möglichkeiten, dass wenn veränderte Befunde vorliegen, wir dem Patienten dadurch helfen könnten. Genau, also die Frage ist, ist es auch bei Patienten mit anderen HSP-Genen verändert? Und was interessiert uns da jetzt genau? Was werden wir genau untersuchen? Das ist einmal der Hormonhaushalt. Hormone sind ja Stoffe, die eine Körperregion, ein Organ abgibt und die übers Blut zu einem anderen Organ gelangen. Deshalb ist es ganz einfach, diese Stoffe dann in einer Blutprobe, Blutentnahme zu untersuchen. Hauptzentrum im Gehirn für die Hormonabgabe ist der sogenannte Hypothalamus und die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, die hinter der Nasenhöhle in der Mitte des Kopfes praktisch liegt. Und Sie sehen schon hier, sehr viele Hormonnamen sind aufgelistet, die der Hypothalamus, also die in dem Hypothalamus, in dem blauen Bereich, in das Blut abgegeben werden. Und die meisten dieser Hormone gelangen dann in die Hirnanhangsdrüse, in die Hypophyse. Und da gibt es auch wieder verschiedenste spezialisierte Zellen, die unter Kontrolle von den Hypothalamushormonen dann die Hormone an die Organe über das Blut abgeben. Und die wichtigsten von diesen Hormonen möchte ich noch kurz mit Ihnen besprechen. Das ist einmal das sogenannte ACTH-Hormon, was aus der Hypophyse in die Nebennierenrinde gelangt und dort die Ausschüttung von dem Cortison steuert. Also der Cortisonhaushalt ist im Wesentlichen dadurch reguliert, dass aus dem Gehirn dieser ACTH-Botenstoff ausgeschüttet wird. Und durch das Cortison, wissen wir alle, das ist wichtig für die Stressregulation,
wichtig für den Muskelaufbau, aber auch verändert den Fett- und den Stoffwechselhaushalt. Deshalb ist es ein Hormon, was wir bei der Studie auch mit untersuchen werden. Das zweite Hormon, was die Schilddrüsenfunktion steuert, das TSH-Hormon, kennen sehr viele von Ihnen, wird ja sehr häufig auch bestimmt bei verschiedensten Symptomen, weil es einfach ein häufiger Wert ist, der verändert sein kann, wenn die Schilddrüse eine Erkrankung aufweist oder einen Jodmangel aufweist. In dem Fall konzentrieren wir uns aber auf die nicht auf die Schilddrüse selbst, sondern auf die Gehirnsteuerung von der Schilddrüse, also auf das Hormon, das im Hypothalamus ausgeschüttet wird, und auf das TSH, was die Schilddrüse mit steuert, um zu sehen, ob da Veränderungen von den Hypophysennervenzellen vorliegen, die eventuell die Schilddrüse mit beeinträchtigen. Weitere wichtige Rolle spielt die Hypophyse bei den Geschlechtshormonen, die den Zyklus bei der Frau steuern und auch die Reifung der Hodenzellen und die Fortpflanzungsfähigkeit im Wesentlichen beeinflussen. Dann haben wir noch das Wachstumshormon, das sogenannte Growth Hormone, was über die Leber dann zum Ausschüttung von einem sogenannten Wachstumsfaktor führt, der das Körperlängenwachstum bestimmt, aber auch beim Erwachsenen den Unterhalt der Muskulatur und der Knochen mit steuert. Und schließlich gibt es noch das Prolaktin, das vor allem für die Milchbildung nach der Schwangerschaft verantwortlich ist. Wenn wir jetzt über diese Hormone bei der HSP sprechen, dann ist sicherlich klar, dass die nicht vollkommen derangiert sind bei den Patienten. Ja, wenn jemand einen Wachstumshormonmangel hätte, dann wäre ein Kleinwuchs vorhanden. Wenn jemand eine sehr starke Cortisonausschüttung hätte, dann wäre ein sehr starker Bluthochdruck vorhanden. Also es ist sicherlich nicht so, dass wie bei einem, zum Beispiel bei einem Tumor, der diese Stoffe übermäßig produziert, keine maximale Überaktivierung da ist, sondern was wir untersuchen möchten, ist, ob minimale Veränderungen in diesen Hormonen da sind, wo man dann spezifisch auch sehen könnte, welche Stoffwechselwege beeinträchtigt sind. Und wenn man nochmal zurückdenkt, dass wir ja auch gesehen haben, dass die Fettzellen verändert waren und der Wasserhaushalt, dann ist es ganz wichtig zu wissen, dass auch die Muskelzellen und Fettzellen Stoffe ausschütten, die verschiedenste Funktionen haben und als Botenstoffe funktionieren. Und deswegen ist es der zweite Schwerpunkt von den Hormonen, die wir untersuchen werden, diese sogenannten Myokine, also Botenstoffe, die vom Muskel kommen, und die Adipokine, also Botenstoffe, die von den Fettzellen kommen, zu untersuchen. Weil möglicherweise da eine Veränderung auch auf einen veränderten Muskelstoffwechsel oder Fettstoffwechsel hindeuten kann. Wenn man nochmal hier das Fettgewebe, das sind zum Beispiel hier Fettzellen unter dem Mikroskop, die man so sieht, die so rund sind und das weiße Fett eingelagert haben, dann ist es nicht nur ein Speicher und Empfänger von dem Insulin, also das die Fettsteuerung mit aufgreift, sondern kommuniziert über diese Adipokine auch mit dem Gehirn. Also wenn viele Fettzellen da sind, werden viele von den Adipokinen ausgeschüttet und die sagen dann dem Gehirn, ich habe weniger Appetit, ich bin satt, ich muss mehr Energie verbrauchen und ich habe genügend Speicher vorhanden, um aktiv zu sein. Andererseits, wenn die Adipokine wieder abfallen, steigt der Appetit, das Sättigungsgefühl sinkt und man wird Nahrungsaufnahme, also man wird hungrig in dieser Weise. Das Ganze schwankt natürlich auch im Tagesverlauf. Wissen Sie selber, dass man zu manchen Tageszeiten mehr Hunger hat und zu manchen Tageszeiten weniger. Das hängt nicht nur von der Magenfüllung ab. Und deswegen ist für die Bestimmung dieser Hormone ganz wichtig, dass man zu einem definierten Zeitpunkt, also im nüchternen Zustand am Morgen, diese Werte bestimmt, weil es nur da die Referenzwerte gibt. Es ist nicht nur über das Gehirn die Kommunikation. Diese Adipokine haben auch eine Funktion in der Blutdruckregulation, auch für die Entstehung von Arteriosklerose, also von Ablagerungen an den Blutgefäßen, weshalb es da wichtig ist, auch die Blutdruckwerte zu bestimmen bei den Patienten.
ganz klar eine Kommunikation mit der Leber, die auch die Aufnahme von Fetten und Kohlenhydraten reguliert, ist auch durch die Adipokine vermittelt. Eine Kommunikation mit der Bauchspeicheldrüse, die den Insulinhaushalt mitsteuert, und noch eine Kommunikation mit den Muskelzellen, die entsprechend der Stoffwechselsituation der Fettzellen sich mehr aufbauen oder auch einen Abbau machen können. Da ist zum Beispiel relevant, wenn jemand eine lange Hungerphase hat, also zu wenige Nährstoffe aufnimmt, wo der Fettspeicher dann sagt, ich bin in einem Mangelzustand, also in einem katabolen Zustand, dass es dann auch zu einem Abbau der Muskulatur kommt. Und das wird auch über diese Botenstoffe vermittelt. Und, können Sie Ihre Frage laut stellen? Können Sie Ihre Frage laut stellen? Das war keine Frage. Entschuldigung. Okay. Genau, also es ist ein komplexes System, wo man sicherlich auch nicht komplett verstanden hat heutzutage, aber wo wir denken, aufgrund der Vorbefunde, die wir haben, dass es Sinn macht, genauer zu sehen, ob es da Veränderungen von den HSP-Genen gibt, die auch diese Systeme beeinflussen. Also vor allem den Energieverbrauch, Aktivitätsstoffwechsel und den Muskelstoffwechsel bei den HSP-Formen, weil die Mutation ja in jeder Körperzelle vorhanden ist. Und entsprechend haben wir auch dieses Forschungsprojekt so definiert. Wir fragen nach Veränderungen des Stoffwechsels bei verschiedenen Formen, also sowohl reinen als auch komplizierten Formen der HSP. Und die Ziele unserer Studie sind einmal, welche verschiedenen Veränderungen des Körperstoffwechsels bei den häufigsten HSP-Formen vorliegen. Das heißt, wir möchten diese Untersuchungen, die ich jetzt mit vorgestellt habe, bei verschiedenen Patienten mit verschiedenen HSP-Genen gerne durchführen. Bitte schön. Genau. Die reine Form ist ja eine HSP, die bei der nur die Kernsymptome vorliegen, also eine Schwäche und Spastik der Beine und eventuell eine Blasenstörung. Bei den komplizierten Formen kommt es auch zu Veränderungen in der Bildgebung, zu Veränderungen der Muskelkraft, also eventuell zur Muskelatrophie. Und das ist eine ganz klassische, die Abgrenzung gibt es schon seit 50, 60 Jahren, dass das, wo man die Gene noch nicht kannte, dass das in zwei Schubladen geschoben wurde. Man weiß mittlerweile auch, dass es zum Beispiel das SPG4-Gen nicht nur die reine Form machen, verursachen kann, sondern auch zu verschiedenen Beeinträchtigungen in anderen Systemen führen kann. Wie gesagt, bei den komplizierten Formen, da ist uns das deutlich aufgefallen, dass Veränderungen des Stoffwechsels vorliegen. Und wir möchten jetzt auch auf die reinen Formen mit eingehen, ob da auch die HSP-Gene eine Rolle spielen. Wenn man die Hormone mit bestimmt, dann ist natürlich auch wichtig zu, möchten wir auch von dem Teilnehmern wissen, wie die körperliche Aktivität aussieht, also berufliche, private Anstrengung des Körpers, wie die Ernährungsgewohnheiten sind und ob wir Ernährungsgewohnheiten verändern können oder da den Stoffwechsel verbessern können. Und wie wir das machen möchten, ist, dass die Teilnehmer jeweils an einem Tag zu einem Studienbesuch kommen, den wir, wie gesagt, telefonisch nächstes Jahr dann mit jedem Einzelnen abklären würden und einen weiteren Besuch zur Verlaufskontrolle nach einem Jahr machen würden, um zu sehen, kann man Veränderungen, kann man die beeinflussen und wie verhält sich das im zeitlichen Verlauf und auch als interne Kontrolle von den Ergebnissen. Jetzt zu den einzelnen Zielen noch. Also die Körperstoffwechselveränderungen werden wir untersuchen durch eine normale neurologische Untersuchung. Da gibt es ja auch bestimmte Skalen, die die Beeinträchtigungen von jedem einzelnen Patienten spezifisch erfassen, zum Beispiel der SPRS-Wert. Wir werden auch Herz-Blutdruckmessung und eine EKG-Untersuchung machen, um auch da Einflüsse erfassen zu können, die möglicherweise die Hormone mit beeinflussen. Dann diese Blutentnahme vornehmen,
die nüchtern am Vormittag erfolgen sollte, um eben diesen basalen Wert zu einem ganz bestimmten Tageszeitpunkt auch zu erfassen. Was wir auch machen möchten, ist, da diese Blutproben nicht alle in Erlangen untersucht werden können, sondern ein Teil der Adipokine an anderen Zentren in Deutschland nur untersucht wird, dass wir einen Teil der Proben auch einlagern und damit konservieren und auch für spätere Kontrollen oder andere Fragestellungen verwenden kann. Und schließlich diese Bioimpedanzmessung, also eine genaue Bestimmung der Körperzusammensetzung, werden wir auch im Rahmen von der Studie bei den Patienten durchführen. Wie misst man die körperliche Aktivität? Ist die zweite Frage von der Studie. Es gibt tatsächlich verschiedene Fragebögen, die man dann in einem Gespräch ausfüllen wird, gemeinsam, wo die körperliche Aktivität von Beruf, Freizeit und durch die Physiotherapie erfasst wird. Das ist sicherlich nur eine Näherung beim Vorliegen einer Gangstörung ist es sicherlich beschwerlicher, eine bestimmte Strecke zu gehen oder für bestimmte Stunden zu arbeiten oder eine Physiotherapie machen und mit einem anderen Stoffwechsel verbunden als bei keiner Beeinträchtigung. Deshalb werden wir im Rahmen der Studie auch das Ganganalysesystem verwenden, das in Erlangen ja auch für die HSP jetzt angewendet wird, um da auch Parameter zu sehen, wie der Aufwand, der Energieaufwand des Körpers ist, für eine bestimmte Strecke zurückzulegen oder im Tagesverlauf. Und ein weiteres System, was wir bei einem Teil der Patienten anwenden möchten, die an der Studie teilnehmen, ist das sogenannte Actigraph-System. Also es ist ein Bauchgurt, den man über mehrere Tage tragen kann, der jetzt keine große Beeinträchtigung macht. Das ist eben ein leichter Gurt, der aufnimmt, wie man sich über diese Tage bewegt und wie viele Schritte gegangen werden beziehungsweise Lagewechsel unternommen werden. Sicherlich sind das alles Systeme aus dem Sportbereich, Ernährungsbereich, die bei der HSP selber noch nicht verwendet worden sind und wo man immer im Hinterkopf haben muss, messen diese Skalen wirklich das, was wir messen wollen, aber wenn man diese Veränderungen, die spezifischen Veränderungen bei der HSP im Kopf hat, dann denken wir, dass man das auch gut auswerten kann. Dann die letzte Säule, was in dem Projekt durchgeführt werden soll, zielt auf die Ernährung ab. Die Ernährung ist ja ein Haupteinflussfaktor auf die Hormonregulationen. Wir werden bei den Teilnehmern Ernährungsgewohnheiten spezifisch abfragen mit einem Fragebogen und diesen Fragebogen dann auch von einem Ernährungsberater, Ernährungsberaterin mit dem Patienten durchsprechen lassen, um zu sehen, gibt es bestimmte Tendenzen in der Ernährung, die jetzt bestimmte Hormonveränderungen erklären könnten oder die man auch verändern könnte. Wie gesagt, wir werden diese Untersuchungen im nächsten Jahr durchführen bei den Teilnehmern und dann die Teilnehmer nach einem Jahr bitten, nochmal zu kommen, um zu sehen, ob sich das im Verlauf verändert oder ob man spezifische Veränderungen auch im zeitlichen Verlauf bestätigen kann. Genau, was ist der mögliche Nutzen? Was erhoffen wir uns durch diese Studie? Also, was aufgedeckt werden könnte, ist, wenn einzelne Hormonachsen wirklich durch bestimmte Gene verändert sind, dass man hier einen neuen Mechanismus der Erkrankung oder auch einen Einflussfaktor der Erkrankung aufdecken könnte und da auch intervenieren könnte. Für die einzelnen Teilnehmer ist es sicherlich sinnvoll, mögliche Ernährungsanpassungen zu wissen und wir auch die Wirksamkeit einer Ernährungsberatung auf Physiotherapie und Beweglichkeit messen möchten mit dieser Intervention. Und schließlich durch die Bestimmung von den Hormonen und die Blutprobensammlung in standardisierter Weise unter kontrollierten Bedingungen könnten aus dieser Blutprobensammlung auch andere künftige Fragestellungen in begrenzter Weise angewendet werden können und untersucht werden können.
Wen möchten wir ansprechen mit der Studie? Über wen würden wir uns freuen? Also generell möchten wir HSP-Patienten untersuchen, allerdings besonders solche, bei denen die Diagnose genetisch gesichert ist, also da, wo klar ist, welches HSP-Gen betroffen ist. Also es soll ein Genbefund vorliegen, wo das Gen identifiziert wurde. Wir möchten uns nicht beschränken bei den verschiedenen, bei der Zahl der Gene, die wir untersuchen. Sicherlich soll ein Schwerpunkt liegen auf dem häufigsten Gen, dem SPG4-Gen, aber wir möchten auch die anderen selteneren Gene mit untersuchen. Und wir suchen ausdrücklich auch Patienten mit den selteneren HSP-Genen. Vom Alter her keine Einschränkungen, außer dass die Patienten erwachsen sein sollten und nicht nur mobile Patienten, wenn man vor allem auf die Ganganalyse abzielt, wo man ja nur gehfähige Patienten teilnehmen können, sondern auch Patienten, die stärker beeinträchtigt sind von der Fortbewegung, können teilnehmen, dass wir da auch einen Vergleich machen können, wie eine Zunahme der Erkrankung auch mit Veränderungen im Hormonstoffwechsel interagieren kann. Genau, dann hoffe ich, dass ich Ihnen so die Fragestellung und das Projekt einigermaßen verständlich näher bringen konnte. Ich darf herzliche Grüße vom Dr. Kohl nochmal ausrichten und das ist das Team aus Erlangen, das sich für die HSP-Patienten und auch HSP-Forschung in den letzten Jahren immer eingesetzt hat. Und möchte auch nochmal Dankeschön sagen an den HSP-Hilfeverein für die Unterstützung bei der Durchführung dieses Projektes und wenn Fragen auftreten, die gerne noch mit beantworten. Gut, bitteschön. Ja. Also die Frage ist, ob Vorbefunde von Blutuntersuchungen sinnvoll sind. Genau, also meistens werden im Rahmen der Diagnosestellung von der HSP ja schon verschiedene Untersuchungen gemacht. Also sollen Vitaminmangel ausgeschlossen werden, Entzündungswerte werden meistens noch mit überprüft. Ist sicherlich sinnvoll, wenn man die Werte mitbringt, die vorhanden sind. Aber Sie müssen jetzt nicht in jedem Archiv von Krankenhäusern nachfragen und die mit auftreiben, weil in den Vorberichten, die uns vorliegen, ja meistens auch die veränderten Werte dann auch berichtet werden. Genau, wenn ja, die Frage ist, also wie gesagt, Sie müssen nicht in Archiven nachfragen, wenn Sie Vorbefunde haben, bitte bringen Sie die mit. Die Werte, diese Hormonwerte werden normalerweise nicht untersucht. Das sind sehr spezielle Untersuchungen, die gemacht werden, wenn jemand nicht ausreichend wächst in der Kindheit zum Beispiel oder wenn ein starker Diabetes auftritt oder wenn der Verdacht auf einen Vitaminmangel da ist zum Beispiel. Deshalb werden die in der Routine nicht gemacht und auch teilweise in Erlangen ja nicht bestimmt. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass man eben diese Werte in einer bestimmten Stoffwechsellage untersucht, also im nüchternen Zustand und morgens, um die auch vergleichen zu können. Sonst noch Fragen von dieser Seite? Ich werde gerne angesprochen, seit wir das im Forum stehen haben. Was genau bringt mir das als Patient für ein Ergebnis? Also die Frage nochmal für alle, die individuelle Rückmeldung, der individuelle Nutzen von dieser Studie. Es ist eine Forschungsstudie, also es ist nicht unbedingt mit einem unmittelbaren Nutzen für Sie verbunden. Primär ist die Studie darauf ausgezielt, zu untersuchen, ob bestimmte Veränderungen des Stoffwechsels vorliegen. Hier nochmal mit aufnehmen. Allerdings werden die Werte, die auch in der Routine-Diagnostik zertifiziert sind,
an die Teilnehmer zurückgemeldet, vor allem dann, wenn Auffälligkeiten da sind und man sieht, dass bei bestimmten Patienten doch ein Hormon verändert ist, dass man nochmal nachgeht, ob man hier spezifisch angreifen kann, also auch eine Therapie machen kann. Es ist alles Spekulation natürlich. Wir müssen erstmal die Hormone überprüfen, um zu sehen, ob Veränderungen da sind. Aber wenn Veränderungen da sind, werden wir das sicherlich auch rückmelden und da überlegen, wie man da eingreifen könnte. Das Zweite ist die Ernährungsberatung, die wir deshalb durchführen möchten, um die Patienten, die Teilnehmer zu sensibilisieren, Nährstoffaufnahme, Vitaminaufnahme und mögliche Beeinträchtigung, mögliche Interaktion auch mit der Beweglichkeit, mit der Physiotherapie und da auch eine Wirksamkeit bei den einzelnen Patienten auf die Mobilität untersuchen möchten, was sicherlich den einzelnen Patienten auch zugutekommen wird. Und das Letzte, was wir noch machen, ist die Blutprobensammlung, dass die auch für künftige Fragestellungen angewendet werden kann, solange das Material eben da ist, um sicherzustellen, wenn noch andere, wenn Sachen auffallen, wo man näher rangehen möchte, dass man das auch da noch darauf zurückgreifen kann und es auch validieren kann. Bitte schön. Gibt es schon Ergebnisse, um sich das Gefühl im Stoffwechsel auch auf den Leberwert zu dass der Körper es durch Stoffwechselfehler sich die Leberwerte entwickeln? Also die Frage ist, ob Leberwerte beeinträchtigt sein könnten, bei der SPG4 zum Beispiel. Da gibt es bisher keine Daten, muss man sagen. Also es gibt zumindest sehr viele SPG4-Patienten, die normale Leberwerte haben, muss man sagen. Und es ist ja auch in der allgemeinen Bevölkerung doch relativ häufig, dass die Leberwerte verändert sind. Was zur Beurteilung von solchen Veränderungen wichtig ist, dass man die Werte von den Teilnehmern, von den HSP-Teilnehmern, die wir haben, vergleichen kann mit einem gesunden Kollektiv, also mit gesunden Kontrollen. Und das ist auch noch ein Teil der Studie, dass wir auch nicht betroffene Personen, bei nicht betroffenen Personen die gleichen Werte mit untersuchen werden, damit man die gut gegenüberstellen kann. Da gab es ja zum Beispiel eine frühere Studie, wo Schwermetalle und Vitamine untersucht wurden bei der HSP, wo man festgestellt hat, wenn man Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands untersucht, dass die schon ganz unterschiedliche Werte von verschiedenen Vitaminen und Schwermetallen haben, einfach durch die Exposition, die da auftritt. Wir denken, dass das bei den Hormonwerten keinen großen Einfluss haben wird, vielleicht bei den Schilddrüsenwerten, die ja deutlich abhängen von der Jodzufuhr zum Beispiel, aber der wichtigste Einflussfaktor für die anderen Hormonwerte wirklich die Ernährung ist, für die wir ja mit der Ernährungserfassung auch dann kontrollieren können, wie da der Einfluss ist und mit der Ernährungsberatung das korrelieren können. Bitte noch eine Frage. Die Frage ist nochmal nach dem ursprünglichen Auslöser der Genveränderung, also der Mutation, die bei den einzelnen Genen vorliegt und dann zur Erkrankung führt. Also das hat jetzt nichts mit dem Ernährungsthema ja zu tun. Das irgendwann, also bei vielen Patienten wird es ja weitergegeben durch Vererbung, aber die Frage ist ja, wie die Veränderung zustande kommt. Und bei jedem Menschen kommt es zu spontanen Mutationen im Laufe der Keimbahn und bei der Entstehung des neuen Menschen. Und meistens sind diese Veränderungen so gutartig und haben keinerlei Einfluss. Manchmal sind die Veränderungen, diese Neumutationen in so wichtigen Bereichen, dass der Embryo dann nicht überleben kann, nicht entstehen kann und es zu keinem Leben kommt. Und manchmal sind es eben solche Neumutationen, die
für das Heranwachsen, für die Entwicklung bis zur Geburt keinen großen Einfluss haben, aber dann doch so Systeme wie die Pyramidenbahn da empfindlicher machen für äußere Einflüsse. So erklärt man sich das. Aber bei den genetischen HSP-Formen ist die Ursache eine Genveränderung, eine neue Mutation, die irgendwann entstanden ist. Und es gibt so Theorien, ob bestimmte Bereiche in den HSP-Genen besonders anfällig sind für Genveränderungen. Wie bestimmte Basen, bestimmte chemische Eigenschaften von bestimmten Bereichen da zu einer Spontanveränderung neigen und dass es wahrscheinlicher ist, dass es da auftritt, aber das ist Spekulation. Also dass da einen Zusammenhang mit der Ernährung oder mit Strahlung zum Beispiel zu sehen, das ist Spekulation. Das gibt es zum Beispiel mit Strahlung ja immer wieder so Berichte, Handymastenstrahlung oder so. Das ist aber nie wirklich nachgewiesen worden. Und da ist es schon schwierig, einen Zusammenhang mit Tumorerkrankungen zum Beispiel zu sehen. Darf ich eine Ergänzung bringen? Ja. Die Frage kommt relativ häufig bei mir an, warum solche Mutationen überhaupt entstehen. Im Prinzip, wenn wir uns klar machen, dass wir ohne die Mutationen in der Entwicklung noch nicht mal beim Affen wären. Ja, nicht lachen, es ist so. Es gibt unsere Evolution funktioniert nur durch Mutationen. Wir verändern uns ständig weiter. Wir haben die bekannten knapp 20.000 Gene. Die bestehen aus rund 3 Milliarden chemischen Basen. Und wenn bei diesen 3 Milliarden chemischen Basen, die bei jeder Zellteilung immer wieder neu kopiert werden, wenn da bei der Kopiererei nur ein einziger Buchstabe von den 3 Milliarden sich verändert, ist das eine neue Mutation. Und diese Mutation bewirkt entweder eine Krankheit oder sie bewirkt, dass wir schlauer werden, dass wir intelligenter werden, dass wir statt braunen Haaren blonde Haare kriegen. Über die Wege sind die Menschen, die vor etlichen tausend Jahren aus Afrika ausgewandert sind und nach Europa gekommen sind. Über solche Mutationen haben die ihre dunkle Hautfarbe verloren und haben die helle Hautfarbe bekommen. Ist alles ganz normal. Es gibt eine Vielzahl von Mutationen, die zu Krankheiten führen. Der Körper experimentiert auch immer, oder besser gesagt, die Evolution experimentiert. Und es gibt andere, die sind absolut positiv. Letzter Punkt dazu von mir. Ich habe vor einigen Jahren einen schönen Artikel gelesen, in dem wird berichtet, dass es, bevor es Menschen gab, was aber heute durch Schädelfunde nachweisbar ist, eine bestimmte Affenfamilie gegeben hat. Diese Affen hatten relativ starke Kaumuskeln, die sehr auf das Gehirn gedrückt haben. Aber dadurch konnten sie ihr Fressgut fangen und konnten fressen. Die Affen wussten im Prinzip nicht, was sie mit ihren Armen machen. Die kriegten eine Mutation. Und dieser starke Muskel, der, wie gesagt, fürs Fressen gedacht war, der hat seine Funktion verloren. Ein Großteil aus dieser Affenfamilie ist verstorben, weil sie nicht mehr fressen konnten. Ein paar andere sind schlau geworden und haben dann plötzlich gemerkt, auch ich kann ja auch meine Arme dafür nutzen, dass ich was aufhebe und mir in den Mund stecke. Heute sagt man dazu essen. Heute machen wir das noch. Aber die Affen damals haben einen großen Populationsverlust gehabt, weil das viele nicht kapiert haben. Erst als die Ersten das gelernt hatten und die Fähigkeit wieder weitervererbt haben, da gingen wir einen Schritt näher auf den modernen Menschen zu. Es gibt also positive und negative Mutationen. Ohne die positiven gäbe es nicht. Die negativen würden wir gerne darauf verzichten. Aber es ist Zufall. Passiert beim Kopieren. So. Genau, aber so kann man das Ganze gut zusammenfassen. Okay. So, bitte, da ist noch eine Frage. Eine Frage, das bedeutet, dass die Abwehr von Zusammenhang gibt,
Genau, also die Frage war, ob ein bestimmter Zusammenhang zwischen verschiedenen HSP-Genen, wenn die verändert sind, auf die Ernährungsweise, also einen direkten Zusammenhang, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht gegessen werden möchten, besteht. Das ist wahrscheinlich, also unwahrscheinlich, dass das der Fall ist. Das hätten wir ja schon so bemerkt, untereinander oder in der Entwicklung. Aber was nicht untersucht ist, ist, wie die Verstoffwechselung stattfindet, wie das Ganze vom Muskel mit aufgenommen wird und ob auch die HSP-Gene Veränderungen in der Mobilität dadurch bedingen können. Aber das auf so einen krassen Einzelfall, dass man deswegen bestimmte Speisen, Obst, Gemüse gar nicht mehr essen will, das zurückzuführen, das wird nicht der Fall sein. Schmeckt der Junge das oder sieht er das nur? Aber er schmeckt das nicht. Das heißt, dann geht um Smoothies. Vielleicht mag er vielleicht. Ja, aber ich muss das verstehen. Ich mag von Kindheit an keine Mandarine, Orange, Apfel, Allergan, Geruch, das ist mir klar. Von Kindheit an. Aber ich schicke gar nicht mal die Lade. Aber ich schicke gar nicht mal die Lade. Aber ich mag das. Aber es ist Genau, was man sagen muss, was bei den einzelnen Patienten dann, bei den Einzelpersonen wichtig ist, wenn so bestimmte Ernährungslücken da sind, die wir ja auch erfassen wollen mit der Ernährungsberatung, nicht, dass doch ein bestimmter Vitamin- oder Nährstoffmangel vorliegt, jetzt nur bei einzelnen Leuten, um da darauf aufmerksam machen zu können. Also das ist sicherlich auch was durch die Studie verbessert werden soll. Noch Fragen sonst? Dann darf ich mich bedanken im Namen von allen Erlanger HSP-Forschern und Klinikern und hoffe, dass wir den einen oder anderen dann auch nächstes Jahr kontaktieren können, um die Untersuchungen gut durchführen zu können. Wie viele Meldungen haben Sie schon? Wir haben circa 10 Meldungen bisher. Aber wir sind noch dabei, jetzt das Protokoll genau festzulegen. Das Ganze muss von einer Ethikkommission abgesegnet werden, dass keine unethischen Untersuchungen gemacht werden. Wir müssen genau darlegen, wie die Blutproben gelagert werden und wie der Datenschutz gewährleistet ist. Und dann werden wir nächstes Jahr startbereit sein. Okay. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Ringsburger, ich sage mal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, es ist immer wieder was Interessantes dabei für uns alle. Ich muss da ganz kurz rübergehen. Ich glaube, wir machen kurz so Kaffeeaufnahme oder Kuchenorder oder wie auch immer. Und dann würde ich das Wort gerne an die Julia noch übergeben und die sagt aber dann sowas zu sich selber dann noch einen Satz. Okay? Also herzlichen Dank nochmal, danke, dass Sie da waren. Danke für den Einladung. Wie gesagt, ich möchte Ihnen gleich jetzt die auch mit auf den Weg geben und damit Sie uns die gute Erinnerung. Vielen Dank. Danke für die Einladung.